Auf mit dem Schwachsinn. Hallo, hier ist wieder Dirk für die Hundeschule Stadtfälle. Heute mit einem neuen Rassecheck über eine deutsche Jagdhunderasse, die viele Menschen als Jagdhund tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Heute geht's um den Weimaraner. Los geht's. Wie ich gerade schon gesagt habe, den Weimaraner haben viele gar nicht mehr als den ursprünglichen Jagdhund auf dem Schirm. Mittlerweile trifft man den Weimaraner gerade in den Hundeschulen sehr, sehr häufig als Familien- und Begleithund. Bezogen auf seine Entstehung ist das allerdings gar nicht so einfach und auch gar nicht so gut. Der Weimaraner ist Anfang des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich aus einer der alten Brackenarten entstanden und gilt bis heute als einer der besten deutschen Jagdhunde im Bereich Schweißhundearbeit. Das heißt, das Auffinden und Suchen von angeschossenem Wild. Oft noch als Vorstehhund eingesetzt, ist der Weimaraner tatsächlich eine sehr patente Jagdhunderasse, immer noch in Gebrauch. Wie gerade schon gesagt, der Weimaraner taucht aber immer mehr auch als Familienhund auf. Und das kann tatsächlich ein großes Problem darstellen. Da werden wir im Laufe des Rassechecks zu kommen. Viele Menschen unterschätzen tatsächlich diesen Hund. Das Aussehen, das typische silbergraue oder mausgraue Fell, diese bernsteinfarbenen, hellbraunen Augen, dann guckt er auch immer noch so ein bisschen trottelig und nett. Und schon hat man das Gefühl, das ist eigentlich ein netter Hund. Weit gefehlt. Der Weimaraner ist ein wirklich richtig patenter Jagdhund. Und die haben es wirklich drauf. Weimaraner sind in Einsatzgebieten wie der Suchhundearbeit, beim Mantrailen, beim Pettrailen, bei ganz vielen Dingen, wo es darum geht, mit der Nase zu arbeiten, ganz, 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 ganz weit vorne. Das sind sehr, sehr leistungsfähige Hunde. Im Laufe des Rassechecks möchte ich euch ein bisschen was über meine Erfahrung mit dem Weimaraner mitteilen. Wie gut oder schlecht sind sie erziehbar? Wie sind die charakterlichen Eigenschaften? Wie schwer ist die Pflege oder wie sieht es um die Krankheiten der Rasse aus? Bevor wir wie immer auf unsere Bewertungsmatrix kommen, noch ein paar andere Punkte, die ich in den letzten Jahren habe feststellen können. Es gibt tatsächlich den Trend bei vielen Rassen, die silbergraue Färbung des Weimaraners mit einzukreuzen. Sei es der Labrador, sei es Doggenarten, alles was ähnlich kurzes Fell hat, da findet man mittlerweile dieses Silbergrau. Das kann unter anderem durch den Weimaraner kommen. Ganz klassisch erkennt man das im Welpenalter oftmals daran, dass der Weimaraner mit wirklich sehr hellblauen, himmelblauen Augen zur Welt kommt und die sich im Verlaufe des Wachstums tatsächlich in diesen Bernsteinfarbton verwandeln. Das heißt, habt ihr einen Welpen, der vielleicht aus einer völlig anderen Rasse kommt, aber hellblaue Augen hat und die wechseln, dann war wahrscheinlich irgendwo der Weimaraner beteiligt. Milan! Natürlich kann das Grau auch über andere Rassen kommen oder über andere Zucht. Varianten. Es gibt dieses Dilut-Gen, das die Farbe des Fells verändern kann und tatsächlich ein Problem darstellen kann. Beim Weimaraner ist das tatsächlich aber relativ problemlos, sofern er zumindest aus einer vernünftigen Zucht kommt. Auf den großen Hundemessen in Amerika oder in England, wie zum Beispiel auf der Crafts, konnte man in den letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten oder ein vermehrtes Aufhellen der Fellfarbe beobachten und damit einhergehend höhere Anfälligkeiten für bestimmte Krankheiten. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, woran es letztlich liegt, aber die Vermutung liegt nahe, dass wenn es nur noch darum geht, ein möglichst helles Grau zu erschaffen, einen möglichst tollen Augenfarbton hinzubekommen, dass gerade im amerikanischen Bereich oder gerade wenn es in den tiefen Showbereich geht, ganz, ganz häufig Inzucht eine Rolle spielt. Und das war in den letzten Jahren akut ein Problem für den Weimaraner. Und die Tatsache, dass er tatsächlich überall mit eingekreuzt wurde. Im Verlauf des Rassechecks werden wir uns aber wie immer auch Gedanken um die Krankheiten machen, die diese Rasse mitbringt und werden uns damit ein bisschen mehr auseinandersetzen. Aber das als Vorabinformation. Wenn ihr einen Hund habt, der eher graues, silbergraues Fell hat und der als Welpe hellblaue Augen hat, die sich im Verlauf des Alterns verändern in einen braunen Ton, in einen hellen Braunton, dann hat der Weimaraner irgendwo mitgespielt. Stürzen wir uns jetzt mal auf unsere Bewertungsmatrix und fangen an mit dem Punkt Erziehung. Los geht's!
Mit dem Weimaraner behandeln wir jetzt den ersten wirklichen, ganz klassischen Jagdhund in unserer Rassecheck-Reihe. Ja, der Golden Retriever war dran, ja, der Labrador-Retriever war schon dran, aber das sind tatsächlich mittlerweile Hunde, die eher weniger jagdlich gebraucht werden und viel mehr als der typische Familienhund eingesetzt werden. Deshalb gibt es da eine so starke Unterscheidung in Show und Leistungszucht oder Show und Arbeitslinie. Diese starke Unterscheidung gibt es beim Weimaraner so noch nicht. Wie gerade schon erwähnt, steigt der Trend langsam, sodass es auch mehr in Richtung Show und tolles Aussehen geht. Aber der Weimaraner ist ein extrem patenter, sehr fähiger Jagdhund. Und das ist Pro und Contra im Bereich Erziehung. Jagdhunde generell kann man sehr gut erziehen. Das gilt durch alle Bereiche weg. Egal wo sie herkommen, ob es der Deutsche, der Englische, ob es jetzt der Wischler, der Kurzhaar, der Weimaraner ist, es ist völlig egal. Jagdhunde bringen viel Potenzial mit zu funktionieren. Daraufhin hat man sie ausgewählt. Gerade beim Weimaraner war ganz lange noch die Leistung des Hundes im Vordergrund in der Zucht. Es ging überhaupt nicht darum, ob er etwas heller oder dunkler im Fell war. Das war letztlich völlig egal. Es ging um einen patentenfähigen Jagdhund. Und da hat man ganz lange drauf gezüchtet und das merkt man bis heute noch. Wenn ich davon spreche, dass Jagdhunde gut zu erziehen sind, ist das zeitgleich Fluch und Segen. Denn viele Menschen machen sich machen sich nicht tiefgehend genug Gedanken darüber, was es bedeutet, einen Jagdhund auszubilden oder zu erziehen. Wenn ihr einen Weimaraner erwischt, der richtig doll Jagdtrieb hat, dann kann das schwierig werden. Dann könnte das sein, dass ihr durchaus mit Leckerchen nicht an euer Ziel kommt. Was den Bereich Erziehung angeht, ist es gar nicht so einfach, den Weimaraner in eine Schublade zu packen. Das liegt daran, dass die Unterschiede sehr groß sein können. Habe ich einen großen, robusten Rüden, der vielleicht auch noch eine ordentliche Portion Jagdwille mit sich bringt, dann ist die Erziehung wirklich nicht so einfach. Dann muss ich eine klare Struktur haben, dann muss ich ein Ziel vor Augen haben, ich muss vernünftig kommunizieren, ich brauche eine gewisse Ruhe und eine gewisse Souveränität in der ganzen Geschichte, um diesen relativ unruhigen Gesellen, und das ist der Weimaraner leider Gottes sehr häufig, ein bisschen in die richtige Richtung zu kriegen. Es ist also eine Mischung aus Ruhe, Gelassenheit und ja, zielgerichteter Konsequenz, die der Weimaraner braucht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Weimaraner-Mädchen vor allem, die sehr wetterfühlig sind, die ultra fimschig sind, die bei jeder Kleinigkeit, wenn es nass ist oder wenn es so ein bisschen windet, schon nicht vor die Tür gehen wollen, die einfach so ein bisschen weniger klare, strenge, konsequentere Führung mögen. Also die brauchen das mitunter auch mal, aber wenn ich da zu straight bin, dann schalten die tatsächlich auf stur. In unseren Rassechecks ist der Weimaraner tatsächlich der erste, in dessen Wesensbeschreibung von der FCI ein sehr deutlich formulierter negativer Punkt drin steht. Die können richtig stur sein, aber so richtig stur. Wenn du deinem Weimaraner-Mädchen sagst, mach Platz, während es kalt und nass ist, dann wirst du mit denen diskutieren müssen, weil die das nicht mögen. Trotzdem, das Potenzial ist da. Der Weimaraner ist ein Jagdhund, ein sehr patenter und guter Jagdhund, der eigentlich alles mitbringt, um tatsächlich in der Erziehung auf guten Beinen zu stehen. Wenn man denn weiß, welchen Typ charakterlich man so vor sich hat, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, ob man ein bisschen strenger oder ein bisschen weniger streng sein muss. Letztlich braucht es, egal bei welchem Weimaraner, ob es jetzt eher der fimschige, weinerliche, wetterfühlige Typ ist oder ob es dieser tatsächlich knüppelharte Rüde ist, der über Stock und Stein und durch alle Büsche rennt, total zerkratzt und blutend wiederkommt, aber mega glücklich ist. Bei beiden Typen braucht es einen straighten Fahrplan. Das heißt, ihr müsst wissen, was ihr wollt, ihr müsst wissen, worauf ihr hinarbeitet, ihr müsst sauber arbeiten und vor allem sauber kommunizieren und auch ab und an mal diskutieren. Trotzdem, Jagdhund bringt alles mit. Wenn man die für seinen Hund richtigen Mittel findet, ist es ein wirklich sehr gut zu erziehender Hund. Und es gibt hier keinen Grund, warum der Weimaraner schlechter abschneiden sollte als ein Golden Retriever oder ein Labrador. Die Vorzeichen sind ein bisschen anders und in anderen Punkten wird das schwerer haben. Aber im Bereich Erziehung hat er genauso 4 Punkte verdient wie die beiden Retriever-Typen, die wir in der Reihe schon hatten. Kommen wir als nächstes zum Punkt Alltag. Der Weimaraner ist aufgrund seines tatsächlich sehr hübschen Erscheinungsbildes im Alltag eigentlich ein gut zu führender Hund und bringt eine sehr positive Außenwirkung mit sich, was die Wirkung auf Menschen angeht. Mit anderen Hunden kann es tatsächlich schon mal ein bisschen, ein ganz klein wenig knistern in der Luft, weil die Rüden durchaus sehr, sehr,
sehr selbstbewusst wirken und auftreten können. Und weil die gerade, wenn sie ein bisschen größer werden und die 40 Kilo mal knacken, tatsächlich sehr, sehr präsente, körperlich präsente Hunde sind. Aber trotzdem, im Alltag schneidet der Weimaraner tatsächlich sehr gut ab. Der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, das ist ein großer Hund. Und manchmal ist es halt im Restaurant oder in der Bahn mit so großen Hunden nicht so einfach und nicht so gut möglich. Trotzdem, die meisten rennen vor allem nicht weg, wenn man diesen Hund hat. Die meisten wechseln die Straßenseite nicht. Die Außenwirkung ist also sehr positiv. Wenn man die als Welpen kennenlernt und die diese hellblauen Augen noch haben, dann verlieben sich sehr viele sehr schnell in den Hund. Es gibt also keinen Grund, warum der Weimaraner im Alltag nicht wirklich eine gute Note kriegen sollte. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mit dem Labrador oder mit dem Golden Retriever vergleichen, schneidet meiner Meinung nach der Weimaraner da ein bisschen besser ab. Ja, er ist größer, aber seine Art und Weise im Alltag mit Menschen und anderen Hunden umzugehen, ist einfach günstiger. Da, wo der Labrador überall reinkesselt, der Golden Retriever vielleicht ein bisschen zu schüchtern ist, ist der Weimaraner in der Regel sehr neutral. Wenn das eher so diese schüchterneren Typen sind, und die gibt es beim Weimaraner sehr viel, dann sind die eher ein bisschen skeptisch und zurückhaltend, aber tauen relativ schnell auf. Mit einem kleinen Ausrufezeichen im Punkt, es kann tatsächlich auch einfach mal ein wirklich sehr großer Hund werden, gerade die Rüden werden sehr langbeinig, gibt es trotzdem keinen Grund, warum der Weimaraner nicht 5 Punkte im Bereich Alltag kriegen sollte. In unserem nächsten Punkt Motivation schlagen wir auch nochmal eine kleine Brücke in den Bereich Erziehung und in den Bereich, den wir gerade hatten, nämlich Alltag. Los geht's. Wenn wir jetzt auf den Punkt Motivation zu sprechen kommen, müssen wir das allererste Mal ein wenig kritischer werden. Bei fast allen Hunderassen in der Reihe habe ich gesagt, wenn die einen guten Wert im Bereich Erziehung erhalten, dann liegt das mitunter oftmals daran, dass sie eine hohe Motivation mitbringen. Und das ist auch so. Das ist in den allermeisten Fällen ist das so. Der Weimaraner ist da allerdings, wie auch einige andere Jagdhunde, eine kleine Ausnahme. Und ich möchte euch sagen, warum. Das Problem mit der Motivation beim Weimaraner sind zwei Dinge. Ich habe es eben schon mal immer wieder angesprochen. Die Weimaraner in den letzten Jahren, gerade die Welpen, gerade die jungen Hunde, und das gilt für andere Hunderassen auch, wie zum Beispiel den Wischler, auf den wir in der nächsten Folge eingehen. Das Problem beim Weimaraner im Welpenalter und wenn die sehr jung sind, ist, dass ich die als sehr unruhig, sehr hibbelig und sehr wechselhaft kennengelernt habe. Die konzentrieren sich eine Sekunde und dann sind die gleich wieder woanders. Also die sind eher so auf der hebeligen Seite des Lebens. Und das kann im Punkt Motivation oftmals negative Folgen mit sich bringen. Besitzern eines Weimaraner Welpen rate ich in meinem Welpenkurs immer, ganz viel Wert auf ruhige, konzentrierte Arbeit zu legen. Das ist sehr wichtig, damit er lernt, bei einem zu bleiben, im Kopf. Der Weimaraner ist ein Springensfeld, der ist schnell von A nach B, was die geistige und die körperliche Präsenz angeht. Ja, also der ist nicht nur schnell weggerannt, sondern ist auch schnell im Kopf einfach ganz woanders. Noch steht er da und guckt dich an und dann ist er schon wieder weg und hat dich komplett vergessen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Weimaraner ab einem gewissen Alter einfach Leckerchen nicht mehr so toll findet. Und dann anfängt so ein bisschen zu diskutieren. Da, wo stur in der Rassebeschreibung steht, da muss ich wirklich einen dicken Strich drunter machen. Ja, das stimmt. Nicht, weil die stur sind im Kopf, sondern weil einfach gewisse Dinge denen nicht genug wert sind, um gewisse andere Dinge zu tun. Ein Beispiel. Wenn ich hier eine Ente schieße und mein Weimaraner entsprechende Ausbildung und Motivation mitbringt, dann wird der in den tiefsten Modder und Schlamm gehen und durchs tiefste und kälteste Wasser schwimmen, um diese Ente zu holen. Da passt die Motivation. Aber wenn ich dem sage, der Boden ist nass und kalt, leg dich mal hin, mach mal einen Platz für Keks, dann sagt der Weimaraner, nee, Moment mal. Das passt nicht. Und das sehr, sehr häufig. Es gibt Weimaraner, die sind sehr motiviert. Es gibt Weimaraner, mit denen kannst du im Training wirklich, da läuft es einfach schnurgerade aus. Aber es gibt leider Gottes auch Weimaraner, da musst du richtig kämpfen. Um jedes Platzkommando, um jedes Sitzkommando. Weil die entweder sehr unruhig sind oder aber weil die sagen, nee, das ist nass und kalt und das brutzelt an den Zitzen, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und dann kann es schwierig werden. Ich würde sagen, das schwankt so zwischen 50-50 bis hin zu 60-30. Also 30% der Weimaraner sind tolle Hunde, mit denen geht es einfach straight vorwärts und du hast keine Probleme. Aber 60%, also 2 von 3, sind wirklich so, dass du mit denen eher diskutieren musst, dass du dir das Platz erarbeiten musst. Und genau das ist der Punkt. Man muss sich Dinge erarbeiten und man muss einen straighten Plan haben, das habe ich schon gesagt. Nur wenn die Motivation nicht so ist, er ist ein bisschen fimschig, er ist wetterfühlig und er ist dann an einem gewissen Punkt nicht mehr so verfressen, dann wird es wirklich schwierig. Deshalb ist der Bereich Motivation
Motivation beim Weimaraner tatsächlich ein bisschen schlechter als bei vielen anderen Arbeits- und Jagdhunden. Es ist nicht unterdurchschnittlich, es ist aber auch nicht mega toll. Ich schwanke hier zwischen 2 und 3 Punkten. 2 Punkte wäre Tacken zu schlecht, 3 Punkte sind Tacken zu gut, weil dann doch eher so die Hälfte der Hunde tatsächlich ein bisschen anstrengender sind als der durchschnittliche Labrador. Ich denke aber trotzdem, mit 3 Punkten ist der Weimaraner hier gut bedient und landet im soliden Mittelfeld. Aber im Vergleich zu den Retriever-Rassen, die wir schon hatten zum Beispiel, kriegt er hier leider Gottes ein bisschen Punkte abgezogen. Weiter geht's. Kommen wir jetzt zum Bereich Auslastung. Und hier ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen den Zeigefinger erheben muss. Der Weimaraner, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist ein potenter Jagdhund. Und das sind Schweißhunde, die können rennen, die können laufen, die haben Ausdauer, die wollen arbeiten, die wollen was mit der Nase tun. Es ist nicht so, dass ich bei einem Weimaraner den gleichen Maßstab anlegen muss, wie zum Beispiel bei einem Border Collie oder einem Australian Shepherd. Aber es ist auch nicht so, dass ich den Weimaraner einfach komplett nebenher laufen lassen muss. Ich muss mit denen schon ein bisschen mehr machen, als das der Durchschnittshundehalter mit seinem Durchschnittshund machen muss. Das liegt einfach daran, dass die ein bisschen was zu tun brauchen, damit die ihren Kopf freikriegen. Das heißt nicht, dass ich dir jeden Tag mit denen irrsinnig lange Spaziergänge machen muss, aber ich sollte mir zumindest ein Hobby suchen, das dem Hund gefällt. Und das habe ich eben schon mal gesagt, die sind gut mit der Nase. Mantrailing, Suchhundetraining, Dummy-Training, das sind Sachen, da blüht der Weimaraner richtig auf. Da reicht es auch, wenn man das 1-2 Mal die Woche macht und ansonsten schöne lange Spaziergänge mit ein bisschen Freilauf hat. Der muss rennen können, aber der muss vor allem auch seine Nase und sein Riechhirn benutzen. Das tut dem Weimaraner sehr gut. Wir sind also in einem Bereich, wo man sagen muss, es braucht ein klein wenig mehr als bei der durchschnittlichen Hundegeschichte, aber es braucht auch nicht zu viel, sodass man hier irgendwo leicht unterdurchschnittlich landet. Wenn man den Weimaraner nicht genug auslastet, dann fängt er nicht an, einem die Wohnung umzudekorieren, aber fängt er draußen an, wirklich jagdliches Verhalten an den Tag zu legen. Und das ist die Problematik, die man dann erst merkt, wenn er tatsächlich in die Büsche ist. Auch hier ist es für mich wieder schwer. Ich schwanke so zwischen 2, 2,5 Punkte. Jetzt haben wir eben einmal ein bisschen mehr Punkte vergeben. Dafür gibt es jetzt hier ein bisschen weniger Punkte. Der Weimaraner kriegt 2 Punkte im Bereich Auslastung, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr tun muss als mit Otto Normalhasso. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Die wollen bewegt werden, die wollen rennen können ab und zu, die wollen auch mal sich lange bewegen, aber die brauchen vor allem was für die Hirse und für die Nase zu tun. Mantrailing, Dummy-Training, suchende Sport, das ist für den Weimaraner eine richtig tolle Geschichte. Aber auch im Bike-Juring, beim Dog-Scootern oder einfach nur beim Joggen fühlt sich dieser Hund zu Hause. Aber 1-2 Mal die Woche sollte man was tun. Natürlich neben dem klassischen Disclaimer, den ich immer wieder anbringe, auch Erziehung ist Auslastung. Wenn die Erziehung passt, brauche ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr als beim Durchschnittshund. Kommen wir jetzt in den Bereich Pflege. So, und da wird es ganz einfach. Der Weimaraner ist ein ultra pflegeleichter Hund. Unter dem hellen Fell sehe ich wirklich jede Beule, die sich abzeichnet, weil eine Zecke drin ist. Ab und zu bürste ich den mal, dann ist das Thema gegessen. Der einzige Punkt kann sein, wenn die so ein bisschen Probleme mit den Ohren haben, dass ich häufiger mal die Ohren sauber machen muss. Aber das haben alle Hunde mit Schlappohren, das trifft also fast jeden Jagdhund. Oftmals sind gerade Ohrenprobleme eine Frage der Ernährung. Wer seinen Hund also gesund ernährt, sollte damit keine Probleme haben. Wir haben ja in der Huta mehrere Weimaraner. Davon ist einer dabei, dem wir öfter mal die Ohren sauber machen müssen. Bei den anderen beiden hatten wir nie groß Probleme. Trotzdem, der Hund ist pflegeleicht, der Hund ist schnell sauber, der Hund ist schnell trocken. Man sieht Zecken, man sieht Kratzer, 5 Punkte. Einfach. Nach der Pflege kommen wir wie immer zum Punkt Gesundheit. Und auch das wird eine ganz kurze Geschichte. Der Weimaraner ist ein großer Hund mit einem tiefen Brustkorb. Das trifft ganz viele Hunde, ich sag mal, dieser Baureihe, dieser Bauart, dieser Bauweise, so wie zum Beispiel den Milan das auch treffen kann. Die können also mal Probleme mit der Magendrehung haben. Ansonsten hat der Weimaraner tatsächlich keine großen vererbbaren Krankheiten. Mit 2 Ausnahmen. Es ist ein großer Hund, das habe ich gerade schon gesagt. Da muss man immer so ein bisschen über die HD nachdenken oder ED oder OCD. Aber da es ja, das habe ich eben schon erwähnt, fast ausschließlich um leistungsfähige, robuste, gesunde Hunde ging, hat man tatsächlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass die eben solche Dinge nicht haben in der Zucht. In den letzten Jahren ändert sich das so ein bisschen. Jetzt kommt das auch vermehrt, dass die mal so ein paar Probleme mit den Ellbogen kriegen können oder ähnlichem. Aber es hält sich noch in Grenzen. Da gibt es ganz andere Hunderassen, die viel mehr Probleme mit sich
sich bringen. Es gibt zwei Dinge, die beim Weimaraner trotzdem vorkommen können. Es ist zwar nicht ganz erwiesen, aber man glaubt Zusammenhänge zwischen der Fellfarbe und Epilepsie, häufiger auftretender Epilepsie, erkennen zu können. Also die Epilepsie ist etwas, das beim Weimaraner tatsächlich vorkommen kann, tendenziell sogar so ein bisschen häufiger als bei anderen Hunderassen. Trotzdem noch nicht so auffällig, dass man sagen muss, das ist ein großes Problem bei der Rasse. Der andere Punkt ist, aufgrund der, das habe ich vorhin angesprochen, mutmaßlichen Inzucht der letzten Jahre, gerade was so die Show-Geschichten angeht, kann es zu Haut- und Allergieproblemen kommen. Auch das wird wahrscheinlich irgendwie mit der Fellfarbe zusammenhängen. Es gibt Tendenzen, je heller das Grau wird, desto anfälliger sind die Hunde für Allergien und Hautentzündungen etc. Trotzdem ist auch das noch so, dass man sagen muss, das ist noch nicht weit verbreitet in der Rasse. Tendenz, man muss abwarten, wie sich es entwickelt. Letztlich ist es ein kerngesunder Hund, der neben den Standardsachen wie, es ist ein großer Hund, pass ein bisschen auf die Hüfte und auf den Magen auf, dass er nicht zu viel tobt nach dem Essen und dass er langsam wächst. Neben diesen Tatsachen bringt er eigentlich keine Probleme mit. Das ist ein eigentlich sehr robuster Jagdhund, der sehr, sehr gesund gehalten und gezüchtet wurde über die letzten Jahrhunderte. Volle 5 Punkte. Als vorletzten Punkt unterhalten wir uns natürlich über den Jagdtrieb. Und hier müssen wir ein klein wenig mehr ausholen, weil es ein Jagdhund ist, von dem ich gesagt habe, dass er häufig unterschätzt wird. Wie eingangs erwähnt, wird der Weimaraner häufig noch als Vorsteh- oder Schweißhund eingesetzt. Und das können sie tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn die Nase einmal dran ist und wenn die einmal eine Spur haben, dann kann das echt schwierig sein, dass man die da rauskriegt. Es gibt viele Jagdhunderassen, bei denen das Ganze viel, viel schwieriger ist als beim Weimaraner. Trotzdem darf man den hier nicht unterschätzen. Der Jagdtrieb ist da und die wissen, was sie tun müssen. Instinktiv. Wenn die was finden, dann wird's halt vielleicht auch mal mitgebracht. Da kann das also auch schon mal sein, dass der Weimaraner euch eine Taube aus dem Garten mitbringt, die er gerade vom Himmel geholt hat. Solche Dinge können passieren. Unterschätzt diesen so nett aussehenden Hund nicht. Das ist wirklich, wirklich ein fähiger Jagdhund. Versuchen wir das Ganze so ein bisschen mit den anderen Jagdhunderassen zu vergleichen, die wir in den letzten Folgen hatten oder die wir in einigen TGH-Folgen schon behandelt haben. Es gibt Hunderassen, bei denen ist es viel schlimmer mit dem Jagdtrieb. Also Jagdhunderassen, der Drahthaar, der Kurzhaar, der Beagle. Nase runter, aus, dann ist der weg, dann ist der Kopf leer. Es ist nicht ganz so schlimm beim Weimaraner. Aber es gibt eben auch Jagdhunderassen, bei denen ist es nicht so schlimm wie beim Weimaraner. Der Golden Retriever oder der Labrador Retriever zum Beispiel. Wobei man hier natürlich im Hinterkopf haben muss, wie ich eben sagte, die werden halt auch einfach nicht mehr bewusst hauptsächlich zur Jagd gezüchtet. Das ist beim Weimaraner bis vor kurzem immer noch der Fall gewesen. Der Labrador Retriever oder der Golden Retriever wird seit mehreren Generationen schon fast ausschließlich als Familien- und allgemeiner Begleithund gezüchtet, sodass natürlich hier der Jagdtrieb ein bisschen runtergegangen ist, während er beim Weimaraner wahrscheinlich noch normal geblieben ist. Ich versuche hier so ein bisschen den Labrador und den Golden Retriever als Fixpunkt zu nehmen. Die sind solide im Mittelfeld gelandet. Es gibt ein paar Hunde, die kriegen sicherlich nur einen Punkt im Bereich Jagdtrieb. Der Weimaraner ist ein bisschen schwieriger als Golden Retriever und Labrador. Deshalb kriegt er hier im Bereich Jagdtrieb 2 Punkte. Wichtig ist, ihr braucht eine klare, saubere und strukturierte Erziehung. Und ihr braucht Auslastung, die ihm gerecht wird. Dann habt ihr eine gute Chance, das zu lösen. Aber ihr müsst ein bisschen mehr drüber nachdenken, als ich es mit Milan oder mit der Gaia musste. Bleibt zu guter Letzt noch der Punkt Verhalten. Das habe ich eben schon so ein bisschen angeschnitten. Letztlich gibt es hier keine großen Probleme. Ja, die Rüden sind mal ein bisschen steifbeiniger und ja, manche andere Hunde haben Schwierigkeiten, die hellen Augen, ähnlich wie beim Husky mit den sehr stahlblauen Augen, so ein bisschen zu verstehen und dann kann es schon mal so ein bisschen knistern, aber im Verhalten ist der Hund eigentlich unauffällig. Die sind mit Menschen neutral bis freundlich. Die sind mit Hunden, ja, vielleicht, wenn sie jung sind, noch ein bisschen zu hibbelig, zu unruhig. Aber trotzdem eigentlich sehr kontaktfreudig und neutral. Der Weimaraner bringt aber einen Punkt mit im Bereich Verhalten, den man ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Die können mitunter sehr territorial sein. Denn die wurden früher auch genau dafür eingesetzt. Wenn ich einen Weimaraner habe, der tatsächlich diesen jagdlichen Bums, sage ich mal, mitbringt, dann hat der im Zweifel auch eine richtig ordentliche Motivation, Territorialverhalten an den Tag zu legen. Der Weimaraner eignet sich durchaus tatsächlich als, ich sag mal, Hof- und Wachhund. Denn dazu wurde er früher mitunter auch eingesetzt. Würde ich jetzt nur diese beiden Punkte bedenken, also es kann ein bisschen territorialer werden, aber eigentlich ist er unauffällig, dann würde ich hier zwischen 4 und 5 Punkten schwanken. Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu, der den Weimaraner im Punktverhalten schwierig macht, vor allem wenn er jung ist. Auch das habe ich schon erwähnt.
Unruhe. Die sind hibbelig, die sind unruhig, die sind schnell unkonzentriert, die sind schnell im Kopf woanders. Wenn ich Post-its fertig machen müsste mit Adjektiven, die den Weimaraner beschreiben, würde ich sagen, pfimschig, wetterfühlig und hibbelig. Wenn ich das jetzt alles auf dem Schirm habe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als tatsächlich doch ein bisschen was abzuziehen im Bereich Verhalten. Und der Weimaraner landet deshalb hier mit 4 Punkten auf einem sehr guten Rang. Nur um das nochmal in Verhältnis zu setzen, das ist besser, als es der Labrador ist. Der hat aufgrund seiner immer rein und immer drauf Geschichte ein paar weniger Punkte bekommen und ist sehr vergleichbar zum Golden Retriever. Da würde ich sagen, steht der Weimaraner dem Goldie ihm nichts nach. Deshalb landet er hier auch mit 4 Punkten auf einem sehr guten Platz. Kommen wir zum Fazit. Ich finde, der Weimaraner ist ein wirklich toller Hund. Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Menschen sich mit dieser Hunderasse nicht ausführlich genug beschäftigen. Häufig wird unterschätzt, wie jagdlich ambitioniert die sein können. Häufig haben die Menschen keine Ahnung davon, dass die wirklich ultra fimschig und vorsichtig sein können. Und ein großes Problem ist tatsächlich die Unruhe. Wenn man diese 3 Punkte aber im Hinterkopf behält und von Anfang an gerade gegen die Unruhe vorgeht, indem man sauber, klar und ruhig kommuniziert, sauber, klar und ruhig arbeitet und ein straightes Ziel hat und halt einfach auch tatsächlich arbeitet mit dem Hund, dann hat man, wenn die erwachsen sind, wirklich einen ganz, ganz tollen Hund. Die Unruhe, die ich jetzt ein paar Mal schon skizziert habe, ist oftmals ein Problem in den ersten 1, 2, 3 Jahren. Das kommt so ein bisschen auf den Charakter an. Wenn ich so einen selbstbewussten Rüden bekomme, dann sind die mit 1,5, 2 Jahren schon relativ cool. Wenn ich so ein sehr hibbeliges Mädchen bekomme, dann können die mit 3 Jahren echt auch noch anstrengend sein und den ganzen Tag winseln und quietschen und hin und her rennen. Das hatten wir in der Huta alles schon und das habe ich auch in der Hundeschule schon mehrfach erlebt. Wenn man sich als Besitzer aber dieser Unruhe, dieser potenziellen Unruhe im Klaren ist und einfach vernünftig arbeitet und einfach dagegen angeht, von Anfang an einen Plan hat, dann ist das eine richtig, richtig tolle Hunderasse und der Weimaraner hat hier auch eine gute Punktzahl insgesamt erreicht. Das Schöne ist, das ist ein kerngesunder Hund. Der Missbrauch in Anführungsstrichen durch Inzucht, um bessere Farben rauszukriegen in den letzten Jahren, ist ein bisschen besorgniserregend, aber ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Das Allerwichtigste für euch, falls ihr euch einen Weimaraner anschaffen wollt, ist aber bitte, geht zu einem vernünftigen Züchter. Das ist nicht bei eBay, das ist nicht, wenn ihr keine vernünftigen Papiere kriegt, ist das einfach nichts. Ihr müsst, das ist kein günstiger Hund und ein vernünftiger Züchter will Geld dafür haben, dass er vernünftig züchtet. Schaut also bitte, dass ihr einen offiziellen Züchter bekommt, achtet darauf, dass der alle gesundheitlichen Geschichten vorweisen kann, dass ihr einen vernünftigen Vertrag bekommt und dass ihr zusätzlich eure Ahnentafel bekommt. Landet ihr bei einem soliden, vernünftigen Züchter, dann wird der euch schon sagen, sorry, ich habe sehr, sehr jagdlich ambitionierte Hunde, ist vielleicht nicht dein Typ. Dann kann das sein, dann müsst ihr weiter suchen. Bitte tut euch den Gefallen und nehmt keinen Hund von eBay oder aus dem Kofferraum oder aber mit so einem leicht zwielichtigen Geschmack. Ihr braucht Papiere, ihr braucht ein Impfbuch, ihr müsst einen vernünftigen Vertrag haben. Das sind für euch wichtige Punkte. Wir haben dazu schon ganz viele Videos gehabt. Ja, woran erkenne ich einen guten Züchter? Was ist der Unterschied zwischen Hobby- und Profizucht? Da könnt ihr mal schauen, ob ihr noch ein bisschen was bei uns hier im Kanal findet. Wenn ich dran denke, verlinke ich die auch. Das größte Problem mit Weimaraner in den letzten Jahren hatte ich in der Hundeschule tatsächlich deshalb, weil die eher so unter der Hand auf dem Parkplatz gekauft wurden. Und dann sind die sehr schnell krank, dann es sind einfach keine tollen Hunde dann. Habe ich die von einem vernünftigen Züchter, sind es aber wirklich geile Hunde, bei denen man einfach im Hinterkopf haben muss, Unruhe ist ein Problem und jagdliche Ambition kann ein großes Problem sein. Wenn ich dagegen arbeite und den Hund vernünftig beschäftige und erziehe und einen Fahrplan habe, dann habe ich einen richtig, richtig tollen Hund. Wir haben in der Huta mehrere erwachsene Weimaraner gehabt. Könnt ihr da ein bisschen zugucken. Wir haben in der Huta mehrere erwachsene Weimaraner gehabt. Die Kari zum Beispiel ist die, wo wir öfter mal auf die Ohren gucken müssen. Die ist nett. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die ist so ein bisschen, ich will nicht sagen doof, weil das ist eigentlich ein intelligenter Hund, aber die stellt sich manchmal einfach ein bisschen dämlich an. Dann sitzt sie vor dir und guckt dich an und du hast das Gefühl, die guckt ins Leere. Dann haben wir den Pelle, das ist so ein Riesenkerl, der ist total nett, aber das ist ein Riesenschiff und dann will der immer kuscheln. Der Weimaraner ist ein Hund, der sehr gern Körperkontakt hat, die wollen kuscheln und Kari ist genauso. Aber beide sind erwachsen, richtig tolle Hunde. Und dann hatten wir aber schon auch die, ich glaube Honey hieß sie, die ist so mit, ich glaube, die war 10 Monate alt. Mein Gott, war das ein unruhiger Hund. Die war so hibbelig. Die hat nie eine Sekunde stillgehalten und auch nie die Klappe gehalten. Wenn es irgendwie nicht gelaufen ist, war direkt, ich finde das doof, ich will aber hier rein und ich will da raus. Und die können unruhig und anstrengend sein.
auch in der Hundeschule hatte ich viele Welpen vor allem, viele Menschen, die mit ihrem Welpen, mit ihrem Weimaraner Welpen in die Hundeschule gekommen sind. Und leider Gottes muss man sagen, die haben dann irgendwann einfach auch aufgegeben. Die sind dann nicht mehr gekommen, weil zu viel andere Sachen zu tun oder weil der Hund zu anstrengend war. Man muss mit denen ab einem gewissen Punkt, wenn die so in die Pubertät kommen mit 6, 7, 8 Monaten, muss man wirklich mehr arbeiten so ein bisschen. Die sind dann fimschig, die wollen nicht, weil es kalt und es ist scheiße und dann sind die noch unruhig und dann kann ich mich nicht gut durchsetzen. Wenn die dann noch das Futter verweigern, so wie ich vorhin gesagt habe, dann kann das schon mal sein, dass man da steht und denkt, boah, ich würde ihn am liebsten erwürgen, blöder Köter, was hat er denn heute? Trotzdem, wenn ihr euch durch diese Zeit durchbeißt und vor allem von Anfang an sauber arbeitet, weil ihr die Rasse eben nicht unterschätzt, dann habt ihr einen richtig, richtig tollen Hund abgekriegt, der nicht nur gesund ist, der nicht nur nett ist, der, wenn man es richtig macht, gut erzogen ist, sondern auch noch richtig alt wird. Der Weimaraner wird mal locker 12, 13, 14 Jahre alt und das ohne Probleme und ohne große Baustellen im Leben mit sich zu bringen. Jetzt habt ihr hier also die Punkte für den Weimaraner gesehen. Tolle Hunderasse, ich mag die sehr. Bisschen unruhig, bisschen fimschig, aber eigentlich sehr, sehr cooler Hund. Das war's für heute. Im nächsten Video gehen wir auf den Wischler ein. Und das hat auch seinen Grund, denn der Weimaraner und der Wischler sind sich in vielen Punkten ähnlich. In manchen Punkten sind sie ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat hier ein paar mehr und der andere hier ein paar weniger Punkte. Aber trotzdem, der Weimaraner und der Wischler sind zwei Hunde, zwischen denen sich viele Menschen entscheiden. Deshalb kommt als nächstes der Wischler dran. Dann könnt ihr nämlich die beiden Hunderassen viel besser gegeneinander abgrenzen. Ich hoffe, der Rassecheck hat euch gefallen und ich hoffe vor allem, dass es euch geholfen hat, so ein bisschen mehr über die Rasse zu lernen. Gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. So könnt ihr uns nämlich helfen, dass der Kanal weiter wächst und dass mehr Menschen eben diese Videos erreichen. Wenn ihr euch noch für andere Rassen interessiert, schaut in unsere Playlist. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Rassechecks zu unterschiedlichsten Rassen. Bei einigen Rassechecks habe ich noch lange Haare, davon dürft ihr euch nicht ablenken lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.